Sanders kümmert sich um mich, wenn Mutti nicht in der Nähe ist. Wieso hast du eine Spitzhacke? Wird dir jetzt auch noch Kinderarbeit verrichtet? Der Ketus hat mich früher zum Tauchen ganz tief im Fluss mitgenommen. Ich vermisse ihn. Fass das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig krank aus. Nicht nur ein wenig. Zum Tauchen hat er dich mitgenommen. Das ist aber irgendwie unverantwortlich. Mutti sagt, dass das Kaiserreich gemein ist. Aber so schlimm finde ich die gar nicht. Was gibt es denn? Erzählt das Turn wieder Geschichten? Wir hören ständig, dass der Krieg auch hierher kommen könnte. Ich versuche mir darüber keine Sorgen zu machen. Ist ja nicht so, als wären die Sturmmanteltruppen, die wir am Anfang von Helgen haben sehen, hierhin von hier verschleppt worden, ne? Aber hey, was soll's, was soll's? Hallöchen! Gerundumerz, noch mehr Gerundumerz mit Chaka! Ganz viel, weil sie ja noch nicht genügend hatte. Ich kann noch etwas tragen, gut. Ich gebe dich erstmal. Ihr sucht Arbeit? Wir könnten in der Mine zusätzliche Helfer gebrauchen. Bringt mir einfach so viel Korundum, wie ihr ausgraben könnt. Wenn ich das behalte? Früher hat mir Anneke bei der Minenarbeit sehr oft geholfen. Auch dann bekam sie einen Paket. Ist sie ein richtiger Rabauke geworden. Ich habe ein Paket von Sygia für euch. Es ist schade, dass unsere Tochter die Reise nicht selbst antreten konnte. Aber wenigstens denkt sie noch an uns. Sie hatte andere Probleme. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr es ihr für uns zurückbringen könntet. Bin ich jetzt hier euer Boot oder was? Heißt das ja? Ich liebe meine Frau. Ich wünschte nur, sie stünde öfter mit beiden Füßen auf dem Boden der Tatsachen. Was tut sie denn sonst? Sie sitzt auf dem Boden der Tatsachen. Heute seid ihr bei Anneke an der richtigen Adresse. Ein Fass mit Tomaten. Das ist jetzt mein Fass mit Tomaten. Ich wollte eigentlich das Fass einreden und nicht das Buch, aber schön, dass du mir schwere Rüstung steigerst auch. Oh. Lydia, musst du so einen Schatten auf mich werfen? Vorsichtig. Was gibt es denn? Erzählt das Turn wieder Geschichten? Nein. Aber du kannst mir etwas überzählen, über diesen Ort hier. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Wir fischen und bleiben für uns. Wir versuchen, weder das Kaiserreich noch die Sturmmäntel gegen uns aufzubringen. Und bislang hat uns der Krieg verschont. Was tust du hier? Verdonnert mich doch... Verdonnert man dich... Also gut. Zur Kinderarbeit, oder wie? Sanders kümmert sich um mich, wenn Mutti nicht in der Nähe ist. Fast... nicht falsch auf, aber ihr seht ein wenig krank aus. Deine Mutter sieht krank aus. Ich stelle mir vor, ich würde das Erz aus dem Felsen locken. Ey, jetzt darf ich einmal drumherum, wow. Dieser Wasserfall, gefährlicher Ort. Der Ketus dachte, in den Tümpeln würden gute Fische anbeißen. Ich habe schon lang nichts mehr von ihm gehört. Ach wirklich? Wart ihr vom Krieg auch betroffen? Ich kann von Glück sagen, dass keiner meiner Freunde getötet wurde. Natürlich kommen immer wieder Soldaten hier durch. Ah, schon schrecklich, ne? Bis zum nächsten Mal. Bettbezug. Womit wurde ich eigentlich diesmal angesteckt? Felsenhax, das stimmt. Nahkampfwaffen. Das sollte ich vielleicht... Trinken, nicht wegschmeißen, Chicken. Gut, dass mir das nicht im Kampf passiert ist mit irgendwas anderem. Golderz!
das sind aus einer Korundum-Erzader. Na, gibst du mir noch mehr? Ja, gibst du gut. Makelloser Granitstein. Nee, Granatstein. Granaten! Ein Reisender? Ihr habt sicher schon so einiges gesehen. Wir sollten mal ein paar Geschichten austauschen. Ja, das sollten wir. Es gibt da einen wunderschönen Baum, der nordöstlich von hier direkt aus einer Höhle in die Höhe wächst. Was ist das für ein Baum? Wenn ihr nach Künishain unterwegs seid, bleibt auf der Straße. Es gibt auf dem Weg dorthin sehr gefährliche Höhlen. Drachen. Vor unserer Heirat war Werner ein leidenschaftlicher Entdecker. Heute ist er ein ziemlicher Milchtrinker. Bleibt am liebsten zu Hause. Ein Milchtrinker. Wenn ihr an der Stelle, an der sich der Weißfluss nach Weißlauf abzweigt, geradeaus nach Westen geht, könnt ihr einen Blick auf die Schmetterwiegenriesen erhaschen. Wenn du meinst. Wow, das hat sich ja sehr gelohnt, hier unten durchzuklettern, laufen, was auch immer. Na, Lydia? Sanders kümmert sich um mich, ich wenn Mutti nicht in der Nähe ist. Ich würde das Erz aus dem Felsen locken. Sander, ich habe von Morrowind gehört. Oh, was denn? Dass es schwarz und eklig war und niemand mehr dort leben wollte. Da muss ich mich auf euer Wort verlassen, mein Schatz. Naja, nach so einem Vulkanausbruch. Was gibt es denn? Erzählt Dasthorn wieder Geschichten? Dasthorn. Wir hören ständig, dass der Krieg auch hierher kommen könnte. Ich versuche mir darüber keine Sorgen zu machen. Es ist nicht leicht, Hrefna im Auge zu behalten. Wäre ihr Vater nicht so ein Schneebuckel, wäre er hier und würde mir helfen. Schneebuckel. Ich höre immer wieder Geschichten über Morrowind. Klingt, als wäre es ein schrecklicher Ort. Ja, kannst du laut sagen. Früher hat mir Anneke bei der Minenarbeit sehr oft geholfen. Ich liebe meine Frau. Ich wünschte ja, nur, sie stünde öfter mit beiden Füßen auf dem Boden der Tatsachen. Ich würde es lieben, wenn jemand bestimmter hier über ein bestimmtes Thema reden würde. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Ja, ja, kein Problem. Du vielleicht. Du sitzt hier so einsam. Ihr wollt ein Zauberer sein? Ich fordere euch zu einem Duell heraus. Was? Es tut mir leid, aber ihr werdet eine andere Möglichkeit finden müssen, um euer Ego zu imponieren. Mögen die Götter urteilen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ja, ihr hättet nie herkommen sollen. Zeig dir gleich, dass du hättest hier niemals herkommen sollen. Fuß! Aber du hast ganz schön krasse Zauber drauf, weißt du das? Die Herstellung kostet weniger. Akatosh, regeneriere mir wohl. Cool. Ja, tu es. Hab mir doch gerade noch geheilt. Es ist ein Kampf Mann gegen Mann. Nein! Bin ich nicht! Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen! Verdammt! Fuß! Ich dachte, ihr wärt ein Zauberer.
Dann zaubert doch mal. Und? Gefällt euch das? Ich hab gezaubert! Ich hab den Atron nachbeschworen! Aber hey! Lass die Finger vom Hirnwurz! Das ist nicht gesund! Ganz und gar nicht. Richtig? Tut mir nicht weh. Warum sollte ich dir wehtun? Tut mir nicht weh. Ist doch alles in Ordnung. Tut mir nicht weh. Ich glaube, ich habe die Leute verschreckt. Egal, wenn sie mir die Quest nicht geben, dann muss ich das halt nochmal umdenken. Muss ich halt bei meiner anderen Route. So! Nicht mein Problem! Machen wir es halt so rum. Kiesel, wo bist du? Oh, was ist passiert? Du bist nicht Kiesel. Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Nein! Die Züge wurde getötet! Da bist du! Manchmal sehe ich echt das Pferd vor lauter Bäumen nicht. Aber hey, was soll's? Was sagen denn die Schilder? Weißlauf, Windhelm und Riften. Da gibt's noch Riften. Das war schön. Bist du tot oder schläfst du nur? Es sind nur noch zwei. Sag mir, dass die tot sind. Ja, ich scheine tot zu sein. Moment. Nein, 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 nein. Ich hoffe, der bleibt an diesem Ort. Wo sind wir denn gerade? Vielleicht ein andermal. Oder? Ich könnte es ja mal wenigstens einmal probieren. Auch wenn er mich wegfetzen wird. Ich warte auf einen würdigen Tod. Warum wollt ihr sterben? Meine Zeit ist gekommen. Ich bin alt. Zu alt, um noch Häuptling zu werden. Es wäre falsch, in meinem Alter noch Frauen zu nehmen. Also werde ich sterben. Malakat hat mir die Vision eines glorreichen Todes geschenkt. Ich warte hier darauf, dass sie sich erfüllt. Wie ihr seht, ist es noch nicht geschehen. Seht ihr nicht so alt aus? Ihr seid sicherlich immer noch ein starker, fähiger Krieger. Natürlich. Aber jemand sollte den Tod finden, solange er sich noch einen echten Mann nennen kann. Ach, wirklich? Wir Ork-Männer sind nicht wie die Nord- oder die Kaiserlichen, die sich an ihr Leben klammern, bis sie alt und schwach sind und ihnen die Haare ausfallen. Sich an etwas festzuhalten, das seinen Nutzen verloren hat, ist ungebührlich. Umso mehr, wenn es sich um euch selbst handelt. Vielleicht kann ich euch ja beim Sterben helfen. Vielleicht. Seid ihr euch da sicher? Ja.
Aber du mich die wahrscheinlich in Stücke reißen wirst. Wir werden sehen.